Sehr schön. Und wir haben noch eine Errungenschaft freigeschaltet. Wir sind jetzt Müllmann. Ich dachte, ich wäre Polizist, nicht Müllmann. Aber gut. Liebe Freunde, Part 2 vom Autobahn-Polizei-Simulator hier bei Let's Multiplay. In der letzten Folge haben wir schon gesehen, dass wir Fahrzeuge auch aus dem Verkehr ziehen können, indem wir sie einfach anhalten, Drogenkontrollen machen, Alkoholtests machen und so weiter. So, wir fahren jetzt mal wieder mit, ich mache mal vorsichtig Sirene an. Im letzten Teil haben wir auch schon, in der letzten Folge haben wir auch schon einen ziemlich krassen Unfall gebaut, weil irgend so ein blöder Autofahrer meinte, er müsste nach links rüberziehen, obwohl rechts gar nicht los ist. Also rechts war alles frei, er zieht nach links rüber, während wir dann vorbeifahren. Wir ballern voll in ihn rein und er fährt lustig weiter. Kann man machen, muss man aber nicht. So, hier ist der Parkplatz, wo wir hin müssen. So. Einfach mal rüberziehen, jetzt fahren wir hier hin. Da steht auch schon ein fertiges Fahrzeug. So, wir halten mal. Wir stellen uns natürlich ordnungsgemäß, parken wir. So. Wenn ihr das Spiel selber spielen solltet, macht auf jeden Fall, wenn ihr irgendwelche Kontrollen durchführt, die Sirene aus. Weil sobald ihr einmal wieder eingestiegen oder ausgestiegen seid in das Fahrzeug, müsst ihr die ganze Kontrolle durchführen und könnt nicht einfach wieder einsteigen. Denn dann wäre die Mission quasi beendet. Das heißt, ihr könnt die Sirene auch nicht ausschalten. So, gucken wir mal, was jetzt hier los ist. Der Typ sitzt natürlich immer noch vorschriftsmäßig, schmiedernde Frau, in ihrem Fahrzeug. Wir sprechen jetzt mal mit der Fahrerin hier. Guten Tag, wir führen eine allgemeine Kontrolle durch. Weg ist sie. So, ich schaue mir die Person jetzt erstmal ein wenig näher an. Kann nichts verdächtig. Typischen Standardfragen. Haben Sie Drogen genommen, Alkohol? Ah, sie hat nur Nein gesagt. Vorher haben die gesagt, das ist ein Zeichen des Dings. Ein Zeichen des Versagens, haben andere gesagt. Aber trotzdem hat sie nichts, keine Drogen konsumiert. Oh, so ein Glas Wein ist bestimmt schon ein paar Stunden her. Dann lassen wir sie doch mal pusten. Vielleicht hat sie ja richtig schön Promille-Intus. Mal gucken. 0,0 Promille. Liebe Zuschauer, wenn man vor ein paar Stunden ein Glas Wein getrunken hat, dann ist der Promillewert meistens nicht bei 0,0. Also ich zum Beispiel fahre nie Auto, wenn ich getrunken habe. Ich trinke nicht mal ein Bierchen. Nicht mal das mache ich. So, ich würde mir jetzt ganz gerne... befindet sich im Kabinenbereich. Früher hieß es im Kofferraum. Sehr schön, Warndreieck. Auch im Kabinenbereich verstaut. Jetzt gucken wir uns mal die Dokumente an. Fahrzeugpapiere und Fahrzeugschein hat sie dabei. Und sogar ein Fahrtenschreiber und ein Frachtbrief. Alter Schwede. Geil. So, Personalausweis gucken wir uns mal an. Die gute Sandra Müller ist gültig bis 10.11.19. Läuft. So, jetzt gucken wir uns mal die anderen Dokumente nochmal an. Das ist der Lastkraftwagen. NTS Nemesis. Von der Schmidt AG. Nächste HU 9/2014. Und der Führerschein aber nur Klasse B. Darf sie damit überhaupt fahren? Ich glaube nicht. So. Meine ich zumindest. Außer, dass es jetzt... Na gut, eigentlich ist es ja noch Klasse B. Kann man also... Aber ich wusste nicht, dass man auch in B-Fahrzeugen auch einen Fahrtenschreiber reinsetzt. Das war mir jetzt neu. Ich bin also gerade überlegen, ob irgendwas drin stand, dass es eine C-Klasse ist. Wir werden es gleich sehen. Funken wir mal die Auskunft über das Fahrzeug an. Über das Fahrzeug ist nichts weiter bekannt. Schade. Aber jetzt führen wir mal hier eine schöne Fahrzeugkontrolle durch. So. Sie darf im Wagen sitzen bleiben, ihre Pumpgun schon mal durchladen, um uns dann in Zukunft einfach zu erschießen. 4,1 mm, das sieht eigentlich ganz gut aus. 4,0, das passt auch. Jetzt gucken wir uns mal hier den Blinker an. Ah, Blinker funktioniert schon mal nicht. Rückfahrlicht. Funktioniert das? Sieht so aus, ne? Naja. So. Auf jeden Fall funktioniert der eine Blinker schon mal nicht. Kennzeichen ist vorhanden, TÜV ist abgelaufen. So wie ich es vermutet habe. Gucken wir uns mal die anderen Profiltiefen an, ob das vielleicht ein bisschen falsch beladen wurde, die Kiste. Hier haben wir auch 4 und vorne müssen wir... Ah, naja gut. Leichte Abweichung. Ich glaube, das dürfte aber noch im Rahmen des normalen gesetzlichen Bereichs liegen. Will ich mich auch nicht festlegen. Blinker funktioniert, Licht, Bremslicht läuft auch. Ich glaube, die eine Blinkerseite funktioniert nicht. Gucken wir uns jetzt mal die Ladung an, ob die auch ordnungsgemäß gesichert ist. Obst und Gemüse. Also
Hat ja ganz schön viel geladen. Aber ich sehe das Warndreieck nicht. Ah, und ich glaube, der ist auch abgelaufen hier. Das wird teuer. Das wird teuer. Und ich habe mir alle Objekte angeschaut. Das heißt, das Warndreieck... hat sie uns angelogen. Jetzt gehen wir auch aufs Ganze und messen auch nochmal das Axtgewicht. So. Ist ja gerade... Was war das denn gerade? Bin ich gerade geflogen? Hui, nee, doch nicht. Schade. Ich dachte, ich wäre hier gerade durch die Gegend geflogen. So, hier nochmal eine Waage hin. Hier nochmal eine Waage hin. So, erstes Ergebnis 1140. Das sieht doch schon mal ganz gesund aus. Vielleicht weiß ich, was ich gemacht habe. So habe ich es gemacht, oder? Ja, so. Ich laufe im Kreis, ich laufe im Kreis. Ups. So. Ich möchte mal gerne einen Polizisten sehen, der so rumläuft. Sicherlich interessant. So, zweites Gewicht. 2280. 3420. Und ist unter 3500, also ist korrekt. Dann können wir die Waage jetzt ja auch wieder in den Kofferraum zurücklegen. Und jetzt mal den Fahrer mal hier ein paar Takte erzählen hier. Von wegen, das Warndreieck ist hinten im Kofferraum. So. Jetzt möchte ich mal ein bisschen Geld hier sehen. Das wird teuer. Meine liebe Dame. Zack, zack, zack. Fahrtrichtungsanzeiger funktioniert nicht. Überschreiten der Kfz-Ablendlicht funktioniert nicht. Und wo ist jetzt hier... Achso, das war jetzt nur die Mängelkarte. Und kein Verbandskasten kostet auch nochmal 15. Der Verbandskasten war doch drin. Das Warndreieck war nicht da. Wenn ich jetzt einen Minuspunkt kriege, dann... Komisch. Es war kein... Also es war wirklich kein... kein Warndreieck da. Oder habt ihr ein Warndreieck gesehen? Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich mich auch geirrt. Kann natürlich auch sein. Aber meines Erachtens war da kein Warndreieck. So. Wir fahren nochmal weiter. Ich glaube... Ah. Oh Gott. Objekte auf der Fahrbahn sind. Objekte auf der Fahrbahn. Da fahren wir doch jetzt mal hin. Wir fahren auch genau in die falsche Richtung. Schade. Wir springen einfach mal zum Unfall hin und in der Zeit nehme ich weiter auf, falls irgendwas passiert, sind wir natürlich direkt wieder drin. Ansonsten sind wir gleich am Unfallort. Die Hupe ist genial. Die wollte ich nochmal zeigen hier. Irgendeinen so ein Vollpfosten, der einfach links stehen bleibt. Ich komme mit Blaulicht und Sirene. Ja, wieder klar. Immer solche Helden, die es einfach nicht gebacken kriegen, auf einer dreispurigen Autobahn auch noch ganz links fahren zu müssen, wenn die Polizei mit Blaulicht hinter einem kommt, Sirene anhat und hupt. So, hier müssen wir jetzt irgendwo wenden, beziehungsweise von der Autobahn abfahren. Nämlich genau hier, die Ausfahrt ist noch sehr, sehr kurz und es ruckelt. Sehr schön, aber der Hub-Sound ist geil. Hört sich an wie so von so einem Kinderauto. Wie heißen diese Bobbycars? Bobbycars? Diese kleinen roten Dinger. Ich glaube, es sind Bobbycars. So hört sich das auch ein bisschen an. Wir haben ein bisschen Schaden genommen. Macht ja nichts. Wir sorgen halt gerne für ein bisschen Chaos und der Flow-Faktor muss natürlich auch immer noch mit einberechnet werden. So, sehr schön. Wir fahren hier auf die Autobahn wieder rauf. Oder auch nicht. Können auch einfach mal gegen so ein komisches Straßenschild fahren. Das kippt natürlich auch nicht um, wenn man volle Pulle gegenfährt. Und wir haben natürlich auch keinen optischen Schaden, sondern nur einfach oben eine Schadensanzeige. Die jetzt aber auch gerade wieder runtergeht, witzigerweise. Ist die jetzt gerade, die ist gerade auf 0% runtergegangen. Wie geil ist das denn oben rechts, ey? Wir eben gerade 36%, jetzt ist sie wieder bei 0. Kann man ja mal machen, ey. Auto repariert sich von selbst. Wir haben da irgendwie so einen kleinen R2-D2 drin, der einfach das Ding komplett repariert. Ich frage mich, wer die Autobahn konstruiert hat. Der war wohl... So, schon wieder hier. Zack. Man braucht gar nicht links rüberfahren. Ich meine, warum ist der LKW gerade links rübergefahren? Da hat er so viel Abstand noch gehabt. Sieht, dass jemand mit Blaulicht kommt. Aber nein, ich muss jetzt auf die linke Spur ausweichen. Um den guten Florian nochmal ein bisschen zu ärgern. Ja, Schwierigkeitsgrad gibt es hier nicht, den man einstellen kann oder so. Das funktioniert leider Gottes nicht. Aber
Das macht ja auch nichts. Da vorne ist der kleine Unfall, also oder der leichte Unfall, ja, kein kleiner, sondern ein leichter Unfall. Und danach haben wir die Schicht auch schon beendet, denn wir sollten in dieser Schicht 3 Unfälle bearbeiten. Und 2 haben wir ja schon geschafft. So, wir halten hier an, schalten den Motor aus, ziehen die Handbremse an, schalten den Motor nochmal aus. So, steigen aus. Manchmal liegen Objekte auf der Fahrbahn. Diese müssen so schnell wie möglich entfernen, die Sicherheit zu gewährleisten. Es genügt hierbei, diese nur auf den Standstreifen zu legen. Alles klar. So, mal gucken, ob uns irgendwelche Autos hinten reinballern ins Fahrzeug. Scheint aber nicht so der Fall zu sein. So, wir legen das ganze Ding hier ab. Fertig. Das wird's wohl gewesen sein. Jetzt steigen wir ein und berichten. Ja. Sehr schön. Und wir haben noch eine Errungenschaft freigeschaltet. Wir sind jetzt Müllmann. Ich dachte, ich wäre Polizist und nicht Müllmann. Aber gut. Ja, jetzt kann ich auch einsteigen. Zentrale am Adler Moor 01. Achtung, Gegenstände auf der Fahrbahn wurden gesichtet. Auf der Art. Fahren wir nochmal hin. So, in diesem Sinne, ich fahre jetzt nochmal zum nächsten Einsatzort, räume den ganzen Müll da weg. Sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne unten einen Kommentar in den Kommentaren stehen. Lasst gerne ein Like da und lasst gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Sagt Florian von Let's Multiplay. Ich kenne das Spiel nicht. Du weißt auch genau, wie schon, wann ich mich extrem gut. Nein. Wie kann ich jetzt lesen, was da steht? Ich muss doch irgendwie dann ranzoomen, ja. Ne? Du hast gerade geschossen, oder? Ja. Du hast aber gesagt, hier mit so. Ah, klar, ne? Ja. Ah, hier muss ich noch. Ja, nicht. Geht nicht weiter.